Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video geht es mal um was Kreatives. Wir wollen diese weiße Wand hier kreativ gestalten. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir hier mal eine orientalisch antike Fläche gestalten. Dazu verwenden wir hier solche Schablonen. Das sind Schablonen, die ich im Internet gekauft habe. Das sind jeweils zwei Stück, kostet 60 Euro. Ist aber mehrfach wiederverwendbar. Leider gibt es diese Schablonen nicht mehr von dieser Seite, von der ich die bestellt habe. Und ich habe jetzt auch noch keinen Ersatz gefunden, leider. Beziehungsweise es gibt solche Schablonen auch auf Amazon. Da habe ich auch schon eine da. Die ist vom Material her ein bisschen anders, ein bisschen anderer Kunststoff. Aber das funktioniert mindestens genauso gut wie mit diesem hier. Da kann ich euch ja mal den Link in die Videobeschreibung setzen. Hier mal sowas, ein orientalisches Ornament. Man sieht es wahrscheinlich ziemlich schlecht auf der Kamera. Ja, so ein bisschen sieht man es. Also das sind auf jeden Fall die Werkzeuge, die wir benutzen. Natürlich brauchen wir noch eine Kelle und eine Traufel dafür. Und vom Material her, was wir als Spachtel benutzen, verwenden wir wieder eine Bettung- und Reparaturspachtelmasse, eine faserverstärkte, die ihr in einem sehr bekannten Baumarkt bekommt. Ich möchte hier keine Namen nennen, weil ich keine Lust habe, dieses Video immer als Werbevideo zu kennzeichnen. Von daher umschreibe ich immer so ein bisschen, wo ich meine Sachen herbekomme. Ich wiege diese Spachtelmasse jetzt nochmal ab. Also ich nehme 5 Kilo Spachtelmasse, gebe da nochmal, ich denke, 25 Gramm schwarzes Pigment hinzu, Trockenpigment. Das kann ich euch auch nochmal verlinken, gibt es auch bei Amazon. Und später, wenn wir dann, also es ist dann einen Tag später, wenn wir die Grundspachtelung gemacht haben und dann ans Schablonieren gehen, mische ich mir das auch nochmal an, bloß mit etwas mehr Pigment. Ich denke, dass ich so 30, 35 Gramm verwenden werde, damit sich das ein bisschen von der Fläche abhebt. Lange Rede, kurzer Sinn, ihr schaut mir jetzt beim Arbeiten zu. So, nachdem wir hier jetzt die Fläche abgeklebt haben, die wir gestalten möchten, habe ich die Spachtelmasse angerührt. Hier ist der Bettungsspachtel mit 25 Gramm Pigment, also 5 Kilo Spachtelmasse, 25 Gramm Pigment und 1,5 bis 2 Liter Wasser ist da ungefähr drin. Also, jetzt geht's ans Fläschspachteln. Thank you.
glaube, wir können es erkennen. Also hier sind also auch Riefen drin und das macht gar nichts, denn wie gesagt, so sieht das Ganze sogar noch etwas schöner aus. Wichtig ist, dass ihr das Klebeband jetzt noch abzieht, denn morgen kriegt ihr das Ganze sonst nicht mehr ab. So, der nächste Tag ist angebrochen. Die Spachtelmasse ist soweit getrocknet. Ich habe mich jetzt noch dazu entschieden, die Spachtelmasse etwas heller anzurühren statt dunkler, weil die Fläche schon ziemlich dunkel geworden ist mit 25 Gramm auf 5 Kilo, also 25 Gramm Pigment auf 5 Kilo Spachtelmasse. Ja, jetzt werde ich, denke ich, so um die 15 Gramm Pigment verwenden, damit sich das Ganze eben schön absetzt. Also, ich habe mich dann für diese Schablone hier entschieden und für das orientalische Ornament, für dieses hier. Das werden wir verwenden. Und ich habe noch hier eine Schablone von Amazon. Ja, also, die ist vom Material her ein bisschen weicher, würde ich sagen. Ja, also nicht ganz so steif wie diese hier. Allerdings funktioniert es mit dieser Schablone auch wirklich gut. Und ja, deswegen werde ich die jetzt auch nochmal verwenden, um euch zu zeigen, dass es mit diesen Schablonen auch gut funktioniert. Also dann, los geht's!
So, wie ihr sehen könnt, ist das Ganze jetzt erstmal soweit fertig, Anführungszeichen. Wir lassen das Ganze jetzt etwas antrocknen und dann machen wir nochmal so einzelne Batzen mit der Spachtelmasse da rein, damit das so ein bisschen ja, zusammenhängend aussieht. Ja? So wie als wäre als wäre die Wand so ein bisschen rausgebrochen sozusagen. Ja? Und das gibt dann auch letztendlich diesen antiken Effekt. So, Tag Nummer 3 ist angebrochen. Die Spachtelmasse ist wie gewünscht heller aufgetrocknet. Ich habe zum Abschluss hier nochmal Alu-Flachwinkel dran geklebt. Das ist kein Muss, das kann man machen. Alternativ könnt ihr es auch einfach so lassen, ohne etwas dran zu kleben. Oder aber ihr könnt auch Styroporleisten kaufen, die sind etwas günstiger. Die könnt ihr dann auch farblich gestalten. Das ist einfach euch überlassen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, die Technik hat euch gefallen. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich wie immer über ein Abo, über einen Daumen nach oben. Und ja, ich zeige euch jetzt nochmal das Gesamtergebnis. Viel Spaß, haut rein und noch einen schönen Tag.